Prämie einsammeln, frisch gedruckt auf Modified Mag, für das Erreichen des 10. Platzes in der Rundkursrangliste. Mit einem... Du bist auf der Titelseite von Modified. Du bist ein Held. Mit einem etwas hässlichen Wagen. Also, das, was unter der Haube ist, ist gut, aber so wie der gerade aussieht, nein. How to become a ranked racer, Modified Mag. Contender unleashed! Circuit action, not just going around in circles. Naja, dann werden wir den Wagen jetzt mal wieder etwas tunen. Hier können wir ja noch nichts Neues machen, ne? Nee, können wir noch nicht. So, gut. Dann verändere ich... Zubehör war hier, Neonröhre, nee. Dann können wir das eher in Blau umändern. Dann passt das zumindest mit dem Spoiler besser. Scheinwerfer? Oh mein Gott, die gibt es erst ab Stufe 3. Rückblenden, die gibt es ab Stufe 2. Oh, und hiervon haben wir auch nicht so viel Auswahl. Naja, wir haben leider noch nicht so viele Möglichkeiten. Daher kann ich das nicht unbedingt gut ändern. Also so ändern, wie ich es gerne haben würde. Naja. Auf geht's. Turnier. Samstagnacht unterwegs. 14th and Vine Reverse. Ah, die Dreckstrecke wieder. Die Fakten. Heute Nacht gibt's in Downtown nur Drecks. Genau, nur Drags. Du musst vor dem Morgengrauen in 4 Drag-Rennen antreten. Und dafür gibt es dann auch wieder 6250 Erden oder Planeten, die wir erobern können. Und mittlerweile habe ich schon fast das Gefühl, dass ich sogar etwas zu lange aufnehme, weil ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie lange ich schon aufnehme und wie viel Speicherplatz ich noch übrig habe. Ich denke, deshalb werde ich nach diesem Turnier auch einen Cut machen. Schlecht geschaltet, egal. Perfekt geschaltet, juhu. Perfekt geschaltet, nochmal juhu. Hör auf damit. Perfekt geschaltet, yes. Tschüssi. So, jetzt müsste ich hier... Nein, der geht auf die andere Seite. Okay. Abdrängen. Yeah. Hat ja gut funktioniert. Wunderbar. Einfach kurz ausgebremst. Und das erste Rennen für uns entschieden. 30 Sekunden und 82 Hundertstel. Sehr schön. So. Ja, ein paar Punkte haben wir auch gesammelt. Nächstes Rennen. So fix geht das. Ja, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Rennen das waren. Das müssten 4 insgesamt sein, hat er, glaube ich, gesagt. 4 bis zum Morgengrauen, oder? Ich habe es wieder nicht im Kopf. Ich habe manchmal echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Schlecht geschaltet, egal. Am besten weggekommen. Gut geschaltet, naja. Die Geschwindigkeit können wir gut gebrauchen. Perfekt geschaltet, aber der da vorne ist uns ein bisschen überlegen, würde ich sagen. Der hat eine höhere Maximalgeschwindigkeit, an die wir gerade leider nicht rankommen. Und das war knapp vorbei, oh ja. Und wir können nicht in den sechsten Gang. Das ist blöd, selbst als da gerade oben eine grüne Leuchte war. Naja, das ist noch nicht weiter schlimm, denn wir sind gerade... punktgleich mit dem zweiten. Das heißt, wir sollten jetzt mal wieder gewinnen. Denn sonst sieht es für uns schlecht aus. Und ich will nicht, dass es für uns schlecht aussieht. Sonst müssen wir den ganzen Kram nämlich wiederholen. Oh nein, jetzt habe ich verkackt. Ich habe genau dann... Ja, die Taste für Gas losgelassen, als es am wichtigsten war. Abdrängen. Oh mein Gott, ist der weit vorne. Wie soll ich den denn je einholen? Naja, hoffen, dass der einen Unfall macht, ne?
Ja, aber da... Jawohl! Danke! Danke! Mit Ansage! Yeah! Jet hat einen Totalschaden, genauso wie Spin. Das war doch böse. Okay, jetzt können wir eigentlich guten Mutes zum nächsten und letzten Rennen dieses Turniers gehen. Das ist doch schön. Ist auch mal gut, wenn man sieht, wie andere Totalschäden kriegen. Ach je. Aber unser letzter Totalschaden ist mittlerweile auch schon wieder etwas her. Ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Ach, Herr Jemine. Ist der gerade abgespackt? So, einer weniger. Und hierüber. Sehr schön. Totalschaden. Ich frage mich, ob ich links lang gekommen wäre und ich sehe unten meinen Schatten vom Wagen. Meinen Spiegelung vom Wagen. Ja, das war nichts. So viel zum Thema Totalschaden und unser letzter war schon etwas her. Ja. Das heißt, wir müssen das Rennen nochmal machen, weil wir müssen ja zumindest ins Ziel kommen. Rennen neu starten. Totalschaden. Schlecht geschaltet, aber als Bester weggekommen. Na, fast. Das reicht. Wieso hat er jetzt übertourt? Das verstehe ich nicht. Okay, man kann links lang. Ach so, man darf keine Richtung anwählen, wenn man nach links, wenn man da hochfahren will. Okay. Okay. Habe ich verstanden. Aber gerade ist sowohl die Musik weg als auch irgendwie dort ganze Stimmung. Du bist Zweiter, aber das sieht noch gut für uns aus. 28 Punkte. Wir sind vorne. Und wir haben noch ein weiteres Unique-Vinyl freigeschaltet. Ja, das können wir uns dann vielleicht draufhauen. Und 6250 Cocktails. Ja, Cocktails. Das sind auch extremst viele, oh mein Gott. Für eine ganze Fußballmannschaft würde das nicht mal reichen. 6250 Cocktails. Boah, was man damit alles machen könnte. 14th and Vine Construct Drag Race. Du hast freigeschaltet Main Street Drag Race, also wahrscheinlich das, was wir gerade gefahren sind. Wunderschön. Und ich bin am Gähnen und am Gähnen und am Gähnen. Ich würde sagen, wir machen jetzt für heute nicht mehr viel. Denn ich werde jetzt mal versuchen, das neue Unique Vinyl drauf zu kloppen und hoffen, dass es schöner aussieht. Eine Rose. Eine Dornenrose. Leider violett. Na, auf der anderen Seite ist die auch, ne? Ja, dann kann ich mal eben gucken, wie das hier mit der Farbe noch am besten zu machen ist. Oh, das passt ja gut mit dem Verchromten hier. Oh ja, ja, dann bleiben wir da mal. Oh, Glanzlack? Ah, wir können gerade nur Glanzlack nehmen. Schade. Gut, dann nehmen wir noch den Spoiler. Ja. Eine graue Maus haben wir jetzt, ne? Naja. Das können wir mal vorübergehend nehmen. Würde ich mal sagen. Okay. Na, die Felgen müssten wir noch etwas umändern. Ja. Die Felgenfarbe ist umgeändert. Und Bremssattel auch noch. Grau machen. Eine graue Maus haben wir. Und ja, wir schauen in die Rangliste und wir sind bei Ron Kurt ganz unten. Ja, der Ariel-P. Super. Jetzt haben wir nur noch Kurt, Nesto, Tanaka, Eddie, Rico, Jarus, Sparks, Lazio und B-Dog vor uns. B-Dog ist aber nicht überall gut. Hahaha, das ist ja interessant. Nun gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von hier. Es wird gespeichert. Überschreiben, ja. Let's play win. Und so. Mit. Nee. Und so. Und so reicht. So. Ja, mittlerweile habe ich das Problem mit Fraps wieder hinbekommen. Wie ihr seht,
Das ist jetzt momentan das aktuelle Datum. 18.07. Da habe ich es gerade auch aufgenommen. Es ist 21.11 Uhr. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei der nächsten Aufnahmesession bei Need for Speed Underground. Kurz mal auf die Rennkarte schauen. Wir haben 21 Rennen geschafft. Das heißt, wir haben noch genügend vor uns. Aber damit beschäftigen wir uns dann das nächste Mal. Bis dann, ich bin SarielP und man sieht sich.